Kommen Sie, Frank. Sie haben doch früher mehr gelächelt. Damals in der guten alten Zeit. Ich tue, was ich tun muss. Und was ist aus Ihnen geworden? Richter, Jury und Henker in einer Person. Alles von eigenen Gnaden. Sie glauben, Sie stehen über dem Gesetz mit Ihrem verdammten Totenschädel. Dann wissen Sie ja, dass ich alles tue, um diesen Job zu erledigen. Ich lasse nicht zu, dass Sie uns diese Operation versauen. Es steckt so viel Zeit und Geld drin. Ihr Shield-Schlipsträger seid so beschäftigt mit eurem Krieg, dass ihr die Menschen vergesst, die zwischen die Fronten geraten. Wer soll denn euren Sieg feiern, wenn niemand mehr am Leben ist? Wenigstens können wir schon mal die Frage von der Liste streichen, wie Leviathan an unsere Technologie gekommen ist. Aber das beantwortet noch nicht, wie genau er seine Supersoldaten erschaffen hat. Sie sind die Vorhut einer neuen Zeit. Wenn sie erwachen, werden sie sich als menschliche Waffen wiederfinden. Ich traue mir selbst nicht mehr über den Weg. Das könnte jeden Moment wieder passieren. Ich bin nichts weiter als eine Belastung für die Welt da draußen. Und dafür muss ich bestraft werden. Ich lasse nicht zu, dass Sie abtrünnig werden. Sie wollen die Schlacht gewinnen, ich will den Krieg gewinnen. Was glauben Sie, wie viele Menschen sterben müssen, weil Sie diese Zeit und dieses Geld verschwenden? Wie viele Unschuldige kostet es das Leben, weil Sie sich an die Regeln halten? Während Sie Ihre Vorschriften befolgen, müssen Kinder sterben. Das Serum für die Superkräfte, die Regenerationstechnologie, das habe alles ich entwickelt. Was glauben Sie, was Sie da tun? Es war abgemacht, dass Sie kooperieren. Es waren seine Waffen, die meine Stadt zerstört haben. Und wie viele unschuldige Menschen hat das Leben gekostet? Als meine Familie vor meinen Augen ermordet wurde, verwandelte ich mich in eine Waffe, die nur noch auf Zerstörung aus war. Alles, woran ich dachte, war meine Rache.